Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Spiel City Skylines. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich war jetzt hier fleißig am Löschen, aber es hört nicht auf. Okay, wir haben jetzt eine Uni. Ich glaube, das haben wir uns wie lange vorgenommen? Wie viele Folgen? Ich will es echt nicht wissen. Es ist so deprimierend. So, Strom sieht gut aus, Wasser sieht gut aus. Müll ist im grünen Bereich, das reicht mir. So, jetzt brauchen wir hier auch endlich mal... Was kostet denn ein Krankenhaus? 65, alter Verteil. Brauchen wir jetzt mal ein paar Krematoriums oder eins. Feuerwehr. Brauchen wir jetzt hier oben endlich mal eine. So kann das hier nicht weitergehen. Gucken wir jetzt mit der Straße hinaus. So. Haben wir eine Feuerwehr. Und wir brauchen Polizei. Mal wieder hier hinten, würde ich sagen. So. Die fahren ja eh überall lang, hoffe ich. So mit Streife und so. Jetzt haben wir das schon mal wieder ein bisschen attraktiver gemacht, unser Gebiet. Aber warum kommen keine Waren an? Also ich habe keine Staus. Also, dann müssen wir die selber produzieren. Das ist ja Quatsch. Die lief mir die ganze Zeit, die Sachen. Also. Ich verstehe es nicht. Nicht genügend Käufer für Produkte. Die sagen mir, nicht genügend Käufer für Produkte. Wird zu viel Industrie oder was? Ich verstehe. Industrie? Ich bin gerade am Verzweifeln. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, was stellen die denn her? Wollen die mich denn verarschen? Die können doch nicht Sachen herstellen, die kein Arsch kaufen will. Die sind doch völlig dämlich. Ernsthaft? Oder produzieren die für die großen Gewerbegebiete und wir haben nur zu viel kleine? Dann habe ich auch wieder kleine gebaut. Ich Heino, ey. Moment. Wollte ich doch gar nicht. Ach, Pinsel, komm, was soll's. Ich wollte doch nur noch große bauen. So, weg mit euch. Tschüss. Ihr nervt mich eh nur noch. Ciao. Ja, kein Strom. Ihr dürft da gar nicht mehr sein. Ihr sollt eh ausziehen. Braucht keinen Strom. So, hier nicht. Weg mit euch. Sieht zu, dass er wegkommt. Was ist da los? So. Reißt euch doch mal am Riemen. Dann erkundigt euch doch vorher, wo er Betrieb aufmacht. Mein Gott. Immer diese Scheinselbstständigkeiten, damit sie eh wieder in die Insolvenz rennen können.
Ja, und die werden ihr Zeug hier nicht los. Hier für ein Trick? Hallo? Ich habe hier gelöscht. Ihr sollt weg. Gut, dann machen wir das anders. Wer nicht hören will, muss halt fühlen. Irgendwo Staus, nö. Läuft alles. Ich verstehe nicht. Oh, ey. Das nervt so mega. Aber ein Vorteil hat's auch. Man ist so mit Löschen beschäftigt, dass man gar nicht merkt, wie sich das Gold häuft. Das Gold, natürlich. Willkommen bei der neuen Folge von World of Warcraft. Was? Wie das Geld hier häuft, dann können wir gleich wieder weiter bauen. Bauen, 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 bauen. So, die Straße wird ja auch sehr gut angenommen, finde ich. Verteilen die sich auch ein bisschen in der Stadt, da fahren nur gerade durch. Gucken wir mal kurz alles, was hier runterfährt. Beobachte mir vorne den LKW. Oder biegt irgendeiner hier vorne schon ab? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Wir löschen. Tschüss. Mach's gut. Adele. Mach du Ofen, kannst weg mit dir, komm. Mein Gott. Was ist denn hier los? So, und jetzt, passt auf, ich habe mir überlegt, weil wir jetzt Unis haben, bauen wir ab hier Büros. Die saubere Art der Industrie quasi. So machen wir das. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da für Gebäude hochkommt. So, Strom sieht immer noch gut aus, Wasser sieht auch noch gut aus, Müll sieht auch gut aus. Kapazität haben wir 100 Fumpf. Wir machen mal trotzdem noch eins hier hin. So. Krankenhaus. Durchschnittsgesundheit ist eigentlich relativ in Ordnung, finde ich. Brauchen wir jetzt nicht. Das wäre Geld rausgeschmissenes Geld. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Könnte man tun. Naja, Gefahr ist bei 40%. Was kostet so ein Ding? 60 und die Kleine. Ja, die kommt aber nicht halb. Also die ist schon ganz gut. So. Sind die auch ein bisschen zufriedener und glücklicher und bla 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 und hast du nicht gesehen? Die Gefahr sinkt auf 32. Danke. Ja, hat sich ja gelohnt. So, Puisai brauchen wir nicht. Bildung sieht alles super aus. Außer die Hochschule, aber ist nicht so schlimm. So, dann müssten wir uns langsam echt mal um den Verkehr kümmern. Ich bin eigentlich mehr so der Freund von U-Bahn. Bus ist so, ja, mehr Verkehr, ne? Ist doof. Also U-Bahn. Wir haben ja zum Glück hier immer so ein paar Dings gelassen. Machen wir hier eine hin. Hier eine hin. Oh, nö. Warum geht das nicht? Ah, nicht genug Geld. Kennen wir irgendwoher. So, probieren wir die schon mal.
ja gelohnt. Zeigen wir den hier aus. Noch außer Betrieb. Das ist doch schwammig, ja. Ah, da sind sie. Ja, okay. Damit lässt sich arbeiten. Da müssen wir gleich mal sehen, wie wir das alles hier verkabeln, vernetzen, verdrahten. Damit die Leute von A nach B kommen, weil ich will ja oben das Industriegebiet dann auch mit anschließen, irgendwie. Dass die Leute dann auch da ganz bequem zur Arbeit kommen. Oh, die ersten Büros werden gebaut. Was für ein Wohnhaus. Kundendienstdienste. Ah ja. Reiseagentur, Lachgesicht. Ja. Okay. Und dann wundern wir uns, warum die Leute hier pleite gehen und auch abhauen und ins leere Gebäude stehen lassen. Alter, was sind das jetzt? Ja, das mit dem Industriegebiet klappt super. Aber die Leute ziehen trotzdem noch bei uns ein und strömen hierher. Das ist alles okay, das ist alles gut. Oh, was haben wir denn hier? Tachchen. Gigastore. Nice. Das gefällt mir. So, darf ich jetzt mal U-Bahn bauen oder wollt ihr hier... Mein Gott. Und jetzt würde ich gesagt, bevor mein Haus auch Feuer fängt, hau ich lieber ab. Ups, das war das Falsche. So, ja, komm, zieht aus, wie ihr wollt. Ich baue jetzt U-Bahn. So. Dann haben wir hier vorne 15.000 kostet... Ach du Scheiße. Krass. Das ist eine Ansage, ohne Witz. Das ist echt... ja, brutal. Nicht genug Geld. Mein Gott. So, das ist U-Bahn-Linienwerkzeug. Ziehen Sie U-Bahn-Linien, indem Sie auf U-Bahn-Station klicken. Ziehen Sie die Linie von der Ausgangsstation bis zur Endstation zurück, da eine U-Bahn-Linie ringförmig sein muss. U-Bahn-Stationen müssen mit Tunnels verbunden sein. Toll. Also ich kann jetzt hier den nur so einen kleinen Pissring ziehen halt. Zack, 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 zack und zack. So, das ist unsere erste U-Bahn-Linie. Glückwunsch! Hat halt nur nichts gebracht, weil sie wirklich nur durchs Wohngebiet geht. So teuer ist, hätte ich ja nicht gedacht. Ne? Man sollte ab und zu mal auf den Preis gucken. Naja, learning by doing. Ein kleines Gebäude, hat sich in einem großen Versteck. Das ist doch... Komm nicht raus aus dem Löschen, ne? Ätzend. Ja, die
Bedarf ist jetzt auch nicht mehr so groß. Ich glaube, das ist einfach überproduziert und die verlieren einfach Kunden ohne Ende. Das heißt, wir werden jetzt mal... Wir werden jetzt mal... Ich will einfach mal löschen. Mal ein bisschen die Industrie, ja. Bisschen zusammenstauchen. Ich glaube, wir haben einfach zu viel Industrie und deswegen, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber irgendwann ist da auch mal Ende. Ist jetzt mal meine Vermutung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Alter, wenn man 22.000, 23.000 plus pro Tag oder pro Stunde, ich weiß es nicht. Nicht schlecht. Läuft. Ja, wir wollen einfach mal sehen, wie krass der Boden mitgenommen wird durch die Industrie. Also hier noch grün, ne, und so. Und hier, wo Industrie stand, tot. Ausgelaugt. Gucken, ob das Prinzip aufgegangen ist. Wie sieht es denn eigentlich mit Lärm aus bei den größeren... Mal Lärm hier. Ja gut, der Lärmfaktor ist natürlich nochmal größer. Ich hoffe, das lässt sich hier noch vereinbaren. Ansonsten ziehe ich wirklich komplett hier rüber und mache das hier leer erstmal. Müssen wir dann gucken. Mal gespannt, wie lange das Stück Land da braucht, um sich zu regenerieren. Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Also ich weiß nicht, ob es hier auch eine Rolle spielt, aber SimCity auf jeden Fall. So, gucken wir mal staumäßig hier. Oh, hier irgendwie. Ist da eine Ampel? Eigentlich nicht. Nö, hier auch nicht. Na nö? Warum? Fahren die nicht einfach? Verstehe ich nicht. Naja, nicht mein Problem. Naja, eigentlich schon, aber egal. Die dreckige Industrie hier ist so ätzend. Aber es ist momentan wirklich nur Industrie, ne, die da so Probleme haben. Weil sie keine Käufer haben. Ich glaube wirklich, ist es einfach Überproduktion. Schauen wir mal. Gründet sich dann einfach da wieder. Guck mal, rotzfrech. Kommt einfach neu. Wie krass sind die denn drauf? Also nach und nach die Industrie von da unten verbannen und hier hoch katapultieren. Beziehungsweise ich will gar nicht mehr so viel... Ja, diese 0815 Industrie will ich gar nicht mehr so viel bauen. Ich möchte eigentlich wirklich auf die Bürogebäude gehen. Deswegen auch die Uni und gebildete Leute. Sag mal, haust du da ab? Und mich würde interessieren, wie lange es wirklich dauert, bis der Boden sich halbwegs erholt hat. Von der Schädigung durch die Altindustrie hier. Von der Industrie müssen wir einfach weg. Die macht Bodenverschmutzung, Lärm ohne Ende.
Davon müssen wir einfach wegkommen. So ein bisschen hier oben, okay, für die Leute, für die nicht so gebildeten. Habe ich versteckt. Alter, Wohngebäude, oder? Krass. Nice. Ich nicht gedacht, dass sowas bei rauskommt, ganz ehrlich. Das ist wieder ein bisschen grün, täuscht mich jetzt. Wo ist da was? Ich nehme das hier bei Gelände hier auch weg. Dann gucken wir mal, wenn der Bedarf wieder steigt, was Industrie angeht. Ich glaube, durch die Bürogebäude. Tut mir leid. Der Frosch im Hals. Durch die Bürogebäude, die ja auch noch nicht gebaut werden, so richtig, glaube ich einfach, dass wir jetzt so viel überproduziert haben, was Industrie angeht. Und ich wollte es ja eh hier weg haben. So, machen wir einfach mal ganz konsequent. Nehmen wir hier mal ordentlich Masse weg. Und schauen mal, was passiert. Man sieht, der Bedarf an Industrie ist einfach stetig bei null. Ich glaube, wir haben wirklich zu viel Industrie gebaut. Pflanzen hier immer wieder neu, das ist so frech. Haupt weg mit euch. Kommt. Auge behalten, falls die dann weggehen, nicht, dass da wieder gelbe Überreste sind und sich die nächsten da einnisten. Boah, 200.000 Cash. Ich komme ja gar nicht zum Bauen hier die ganze Zeit. So, was ist denn mit euch da nicht in Ordnung? Ja, ihr habt keinen Strom, sollt ihr auch gar nicht haben, Mensch. Mein Gott. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Tschüss. So. Jetzt haben wir erst wieder einen leichten Anstieg von Industriebedarf. Alter, was ist denn hier? Was ist denn nur los? Ach du mein lieber Gott. Heiliger Bimbam, was ist denn? Eieieiei. Ist jetzt grüner oder nicht? Ach, ich weiß da auch nicht. So, hier wird jetzt langsam Gewerbe ausgebaut. Ja, schön, 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 schön. Ja, hier haben wir halt Industrie immer noch. Und solange das nicht voll ist, ist halt immer noch bei null. Ne? Also wir können hier eigentlich noch mehr wegnehmen. Wir müssen hier unten erstmal bauen, weil ich will diese alte Industrie, diese wirklich eklige Industrie, will ich weghaben.
Aber der wird ja hartnäckig, ne? Habe ich mir gedacht. Immer noch kein Bedarf. Es ist so strange. Dass einfach gelbe Teile wieder aufploppen. Es ist so eine Frechheit. Hier. Und schon wieder. Was soll denn das immer? Oh, weg, weg, weg. Oh, tschüss, tschüss, tschüss. Alle weg hier. Weg, 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 weg. Wollen wir nicht. Das ist aber auch ein bisschen schädlich hier, das Ding, ne? Sieht man ja am Boden, der da einfach mal wegschmockt. Alter. Aber, guck mal. Geht relativ schnell sogar. Gut, die Verschmutzung selbst geht auch relativ schnell. Machen wir uns nichts vor. Aber, dass das zurückgeht, doch, es geht. So. Wie sieht's aus? Polizei kann man noch... Na, das ist ja Feuerwehr, ne? Feuerwehr. Kann man eigentlich nochmal so ein Ding bauen hier? Lieber hier. Ne, hier unten brauchen wir ja auch eine. Also ist ja. Hier hopst wie Sprung. Wir brauchen hier eine. Bam, 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 bam. Da freuen sie sich alle wie die Schneekönige. Und wenn sich unsere Bürger freuen, dann freuen wir uns natürlich auch. So, Schule sieht mittlerweile alles gut aus. So, dann bauen wir mal U-Bahn weiter, ne? Da hinten haben wir schon gebaut. So, kriegen wir hier irgendwie eine rein? Da. Dann bauen wir noch hier eine. Da oben wollte ich auf jeden Fall auch eine haben. Können wir eigentlich zwei hinsetzen? So, weil ich weiß noch nicht, wie ich die Linien mache. So. So. Da haben wir eine. Wir müssen hier noch eine. Und dann neben dem Park. Oh, das dürfte jetzt erstmal hinkommen. So, dann müssen wir mal Tunnel ziehen. Die verbinden wir natürlich alle miteinander. Weil wir wissen ja noch gar nicht, wie wir die Linie machen wollen, aber schon mal vorsorglich gucken, dass wir die alle miteinander vernetzt kriegen, damit wir bei der Liniengestaltung freie Hand haben. Hier ran. Hier ran, so. Hier noch was weg. Und die können wir mit hier verknapsen und die machen wir noch mit hier. Und die dann auch noch mit da. Geht das nicht? Nicht genügend Geld. Oh, da ist die ganze Kohle schon wieder weg. Ah, alter Vater. Was hab ich denn gemacht? So, machen wir einmal einen Außenring. Klatsch, klatsch. Na, klatsch. Klatsch. Einmal eine große Ringbahn quasi. Hab ich denn angefangen? Linie abschließen. Okay. Dann haben wir die. Machen wir hier einen kleinen Innenring. So. Was?
Oh, Hauptstadt. Erreichende Bevölkerung von 32.000. Neues Gebiet, Schiffe, neue Gebäude, Hafen und der Frachthafen. Geil. Und apropos 30.000, wir sind über 30 Minuten diesmal sogar gelandet. Ja, tut mir leid. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh, schon wieder Strecken. Das wird langsam. Moment. So ein bisschen Frühsport machen hier. Komm. Was wir jetzt aber noch machen werden, ist das Bahnnetz fertig kommen. Tut mir leid, aber das will ich jetzt noch fertig machen. Neue Linie hinzufügen. Zack, zack, zack. Zack. Machen wir hier so einen kleinen Innenring noch. Linie abschließen. Okay. Die ist irgendwie gar nicht befahren, kann das? Mal ändern hier. Was? Wir nicht da anfangen. Hier anfangen. So. So, fährt jetzt überall was lang? Ja, war. Achso, hier kann man noch einen kleinen Innenring ziehen. So, jetzt haben wir überall Verbindung. Okay, gucken wir mal, wie das angenommen wird, ob die Straßen etwas entlastet werden. Ich hoffe es. Ich werde jetzt hier auch erstmal eine Aufnahmepause machen und ich hoffe, ich habe schon wieder, ey, wir haben so viel Geld. Wir haben so viel Geld. Das ist der Wahnsinn. Am Anfang immer so, ich habe kein Geld, kein Geld, kein Geld. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Und jetzt, wir wissen nicht mehr, wohin mit unserem Geld. Doch, natürlich wissen wir das. Das haut auch keiner mehr ab, ne? Es war, denke ich mal, wirklich nur zu viel davon da. Sehr schön. Haben wir das auch gerissen gekriegt? Die Gebäude werden größer, werden schöner. Wir kommen weg von der Altindustrie. Das freut mich. Der Boden wird wieder grün. Ja, ich glaube, es bewegt sich in die richtige Richtung. Stau haben wir auch noch keinen richtigen festgefahrenen, den wir noch nicht lösen konnten. Außer, was ich gerade hier sehe, hier oben. In meiner wunderschönen, weiß ich nicht, Didelmausohrschleife, ich habe keine Ahnung. Ja, da müssen wir uns nochmal einen Kopf machen, geht speziell um diese Abfahrt. Die gefällt mir nämlich wirklich null. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter, falls bei euch auch Sonne scheint. Und ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Tschüss.